Jetzt läuft er. Jetzt werden wir die ganze Zeit angeln. Und jetzt schauen wir. Skimmy the Toilet. W, ich weiß, Leute. Ich weiß, das wird wild. Wir werden uns alle Skimmy the Toilet Folgen wieder anschauen. Let's go. Wenn dessen wir angeln. Damit hat alles angefangen, Leute. Okay, damit hat es nicht angefangen, aber ihr wisst, was ich meine. Ey, damit hat das alles angefangen. Nein, nicht Skibidi, doch Skibidi! Skibidi, top, 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 yes, yes! Erstmal Stream Newton, nein! Skibidi, top, top, yes, yes! Och, ne, die Toilets, doch, Leute, die Toilets sind es! Wir müssen doch irgendwas tun, wenn das wir angeln. Ich habe auch irgendwie die letzten Folgen nicht gesehen. Digga, warum? Was sollen wir sonst machen, Leute? Ohrschmerzen pur, hallo? Hallo, Skibidi the Toilet ist der Shit. Jetzt mal no joke. Als ich das damals gesehen habe, ne? Ich habe das ja wirklich von Anfang an mitbekommen, ne, die Skibidi the Toilet Sachen. Okay, vielleicht einen Monat, nachdem die rauskamen. Aber als ich das gesehen habe, das war wirklich insane, was da abging. Wir haben übrigens Rainbow-Scheiße bekommen. Ne, aber, ey, das war wirklich wild tatsächlich, was da damals abging. Das war wirklich wild. So, ich habe ja auch dazu mein Video gemacht und alles Mögliche. Damit hat das alles angefangen. Danach wurde es irgendwie zu einem Multimillionen-Franchise gefühlt. Das ist also wirklich insane. Außerdem habe ich die letzten zwei Folgen nicht gesehen, deswegen, oder die letzten drei Folgen nicht gesehen, deswegen müssen wir das sowieso alles nachholen. Spiel lieber Brawl Stars oder so, aber nicht Skibidi. Ich kann ja nichts nebenbei spielen. Wenn das nicht angeht. Bitte grüß dich mal, Maxim. Wie lange gibt's schon Skibidi the Toilet? Ganz einfach, Skibidi the Toilet gibt es jetzt schon seit... Boah, das muss schon seit Anfang letztem Jahr sein. Das heißt, Skibidi the Toilet ist jetzt ein Jahr alt. Wenn ich nicht falsch liege. Skibidi the Toilet müsste jetzt ein Jahr alt sein. Oder ab Anfang Februar ist es ein Jahr alt. Bitte grüß dich, mein Peter. Auf Handy stimmt eigentlich, könnte ich wirklich auf dem Handy irgendwas spielen und das dann streamen. Das ist sogar wirklich möglich. Du solltest Best of 10 Folgen gucken, wegen den Easter Eggs und Secret Scenes. Wir werden ja sowieso später auf die späteren Folgen reagieren, ne? So ist jetzt auch nicht. Aber stimmt eigentlich, ne? Die ganzen Seasons hätte man sich eigentlich anschauen sollen. Aber egal. Wir schauen uns die ganzen Folgen einfach noch an. Wird schon funktionieren. Und du grüßt Michael, mein Michael. Hab Angst! Das waren noch gute Folgen. Aber man merkt sowieso am Anfang der Serie, die Folgen waren halt wirklich so random.
Es fängt ja erst irgendwie ab Folge 30 oder so an, dass sie so eine Story haben. So, jetzt sind die doch eher so random. Oder du machst auf Handy Auto gegangen, machst du das auf PC. Das wäre auch möglich, aber muss ja im Stream sehen. Leute, Skibbidi-Dop-Dop-Dop, fühlt ihr das nicht? Also ich fühle mich richtig wie eine Skibbidi-Toilet. Wie es nervt, das nervt doch nicht! Das ist Skibbidi-Dop-Dop jetzt, yes! Dom, yes, yes, ja! Skibbidi-Cat, die kommt erst noch. Ja, wie lange lädt das bitte? Was ist denn da los? Ach, ich denke, ich wollte gerade schon sagen, will das nicht laden? W-Stream, ich schwöre! Einfach gammeln! Oh, wir haben gerade eine Legendary Tanke bekommen. Skibbidi Dop Dop Dop, yes, yes. Digga, wie lange will das laden? So, hier kommt aber. Hier kommt Dings da. Wie nennt sich das? Skibbidi Cat. Warte, wo war die? Da. Nein, wir sind zu spät. Warte, 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 die war hier. Da ist sie, die Skibbidi Cat. Die Skibbidi ist, nein! Skibbidi Dop Dop Dop, yes, yes, ist geil! Du musst dich hier meine langen Videos dazu anschauen. Man wird kaum Leute finden, die sich über eine Katze in der Toilette freuen wie du. Ja, das stimmt schon. Man muss wirklich sagen, so diese alten Folgen, so, die sind halt einfach random. So, die neuen Folgen sind 10.000 Mal besser, bin ich auch ehrlich. Oh, wir haben einen Magic Shard bekommen, nice. Aber die kommen erst noch, ja? Wir sind immer noch erst bei Folge 20. Deswegen, ich kann auch nicht wirklich darauf reagieren, weil ich kenne die Folgen ja schon seit einem halben Jahr. Ich habe die eh schon in meinen Videos mehr als krass thematisiert. Ich schaue dir jetzt nur an, um Zeit zu strecken. Ich meine, was sollen wir sonst während des Angeln machen? Die Angst ist automatisch gerade nicht, aber ich habe das so ein Video gemacht. Reagierst du bis zur neuen Folge? Ja. Bis zu den Folgen, die ich nicht kenne. Aber wir sind erst bei 22 und es lädt 1000 Jahre lang. Bulgarisches Internet gönnt mir nicht. Wir reagieren auf die neuen Episoden. Wollen wir uns nicht alle anschauen zur Vollständigkeit halber? Die alten sind langweilig? Ehrlich? Also im Chat, falls die alten Folgen langweilig sind. Nee, nee, ja guck, sag ich doch. Wir haben eh genug Zeit, Leute. Wir haben eh genug Zeit.
Okay, es schreiben mir echt viele Leute 1 in den Chat. Aber auch viele Leute 2. Kannst du begrüßen, mein Loris? Mach Umfrage. Ja, komm, machen wir. Wir machen Umfrage. Leise! So, jetzt kein Skibbidi mehr. Es hat sich ausgeskibbidit. So, wo ist meine Maus? Da ist meine Maus. So, Umfrage beenden. So, wir werden das jetzt ein für alle mal klären. So. Skibbidi. Dop, dop. Kein Dop, dop. So, Leute, Dop, dop oder kein Dop, dop? Nein! So, jetzt Dop, dop oder kein Dop, dop? Ha? Warte kurz, ich muss kurz hier den Chat wieder aufmachen. Ich muss kurz den YouTube-Chat wieder aufmachen, weil ich hab den auswählen geschlossen. So, Leute, Dop, dop, yes, yes oder kein Dop, dop, yes, yes? So, seht ihr den Chat wieder? Ihr seht den Chat wieder, okay, alles ist wieder gut. So, Dop, Dop, jetzt yes, yes oder kein Dop, Dop? Kein Dop, Dop! Bruh. Dann kein Dop, Dop, was soll ich sagen? Dann switchen wir direkt zu Dings der Episode, 68, glaube ich, oder welche habe ich nicht gesehen? Ja, 68 habe ich nicht gesehen, so wirklich. Ich habe da reingeskippt, das war's. So, das heißt, ab 68 fangen wir an. Da fangen wir wohl ab 68 an. Wieso lädt das jetzt nicht? Was ist das? Mach! So, jetzt gib mir die Dop, 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 jetzt, jetzt! Ah, ne, doch, auf die haben wir reagiert, tatsächlich. Oder? Ich glaube, die haben wir schon gesehen. Ab 70 hast du nicht mehr gesehen. Nee. No, 69 habe ich auch nicht gesehen. Das heißt, 68 können wir, glaube ich, skippen. Gehen wir zu 69. Ich glaube, 69 habe ich nicht gesehen. Okay, nee, 69 habe ich nicht gesehen. Hä, wieso höre ich nichts mehr? Hier war da kein Sound kurz. Wieso macht er jetzt Pause? Skibbidi Dop 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 jetzt yes, yes, nimmt mich hoch. Die wollen nicht, dass ich Skibbidi... Wow, was ist das? Ich werde hier verarscht. Ich werde geskibbidiet hier, was ist das? Ich will doch nur skibbidien. Kein Bob Bob, ne, anscheinend kein Bob Bob. Yeah. Top 5 Skibbidi Rage. Boah, dieser Chillbeat, Leute, ja Mann. Das war dieses Meme, ne, mit diesen Totenköpfen. Eine Skibbidi-Dop-Dop-Toilet, die ein Kameramann ist. Gib mal Mod, bist du kein Mod, mache ich. War das Michael Jackson? Michael Jackson? Ja, das war Michael Jackson! Hihi!
Hör mal 10 Stunden Chippy Chopper Chopper Cat an. Oha, nicht so aggressiv. Oha! Den Mittelfinger, den Stinkefinger! Warum ist hier wieder kein Sound? Was ist das? Hä? Warum ist da kein Sound? Was ist das? Hat er wieder copyrighted Musik benutzt und die rausschneiden lassen oder was? Ja, Copyright, ja, was ist denn das? Bruh. Was hat er gesagt? Weiß das jemand, was hat er gesagt? Ah! Ich hab Autoklick angehabt. Was hat er gerade gesagt? Was hat unsere Dop-Dop-ISS gerade eben gesagt? Ah, sehr gut, okay, nichts Besonderes also. Der hat jetzt irgendwie so ein wildes Secret, aber nö. Aber nee, stimmt, die sind ja noch nicht reingegangen, die kommen ja jetzt erst rein. Es ist everybody wants to, hier, rule the world, nicht save the world. Ich glaube, rule the world war das Lied, oder nicht? Ja, das ist auch ein mega bekanntes Lied, von 90er, 80er sogar. Soll man Deutsch sprechen? Stand still, hat er gesagt. Not now. Hä, hey, wollen die immer noch nicht reingehen oder was jetzt? Balloon Jetpack! Doch, die gehen doch jetzt rein. Mit seinem Skibbity-Pack. Tja. Und in der nächsten Folge werden wir jetzt sehen, wie er mit seinem Skibbity-Pack da reinläuft. Warum haben die überhaupt Krieg? Du verstehst es nicht. Der Aimbot! Seht ihr, das zielt automatisch auf die Leute. Er musste nicht mal richtig zielen, das zielt automatisch auf die Leute. Hat einfach Skill, ja ganz bestimmt hat er Skill. Was ein Opfer. Nimmst du selber, ich hab grad Autoklicker. Warum chillen die zu dritt bei dem einen Kameramann? Haben die nichts Besseres zu tun? Hö, heilt er den oder was? Ja moin, der heilt den einfach. Er supercharged ihn. Ich merke. Und der holt sich wieder einen neuen Arm. Ey, das hat er auch schon mal gemacht.
10 out of 10. Find schön, dass er das Roblox-Gesicht hat. Hä? Ach so, das Nastu-Toilet. Der DJ Skibidi hat verkackt, der wurde weggehopst. Who do you think you are? Ja, wahrscheinlich you're all going to die oder so. Das ist, was ich verstanden habe. You all will die, ach so. Das ist so Skibidi. Tja, wer könnte da nur sein? Im Lüftungsschacht. Ich bin Dop-Dop, SS-Experte, ich nicht mehr. Wer könnte das im Lüftungsschacht? Das ist kein, bin ich blöd, das ist die Decke des Ventil, des Aufzugs. Oh! Oh! Der arme Mann hat sich... Er hat sich geopfert! Hast du den Geist vom Kameramann gesehen? Warte mal. Nein, ich hab wieder Autoklick an! So, warte, den Geist? Warte, was? Das war doch... Warte, warte, nochmal. Den Geist? Hä? Geh da, wo sie Taschenlampe anmachen und guckt nach rechts. Taschenlampe anmachen. Hier? Ich weiß nicht, was du meinst. Aber egal. Links, ach! Ist nichts. Ist nichts. Das ist schon heavy.
Wird jetzt gezockt? An den PCs? Dom, yes, yes! Skibidi, warte, was steht denn da? Warte. Brrr, Skibidi, dop, 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 yes, yes! Skibidi, dob, du, u, Iben, in. Skibidi, Skibidi, dom, keine Ahnung, Skibidi, Skibidi, dop, 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 yes, yes, yes! Skibidi, dop. Nee, Dip, Skibidi, Dop, Skibidi. Ah, ich verstehe. Der Songtext. Alpha Hills Labs gets new administrator. Government-sponsored underground laboratory assigned a new administrator. Details and reasons of the deal remain in secrecy. In 1979 hat da Fuckbumm hier gearbeitet. Nein! Er wurde aus. Es hat sich ausgeskibbidied. Was steht da? Gut. Da steht End Yourself. Ah, okay, das ist interessant. Gut, Leute, es hat sich ausgeskibbidied, weil ihr nicht alle Folgen schauen wolltet, wie ich. Jetzt hat es sich ausgeskibbidied. Kein Dop, 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 jetzt sind wir schon direkt fertig. Mann, ich wollte doch so viel skibbidien heute. Aber kein Dop, Dop, jetzt mehr. Mann. Jetzt dürfen wir hier so komisch wie Vollidioten angeln. Wir haben erst seit einer halben Stunde geangelt. Jetzt guck Multiverse. Nee, kein Bock. Und die Tiny Task? Nö. Juhu. Ja, was sollen wir jetzt machen? Spiel Brawl Stars. Ich kann nicht spielen, wenn ich es nicht angle. Ich angle ja hier manuell, weil sonst wird es 1000 Jahre dauern. Was dann, tja? Jetzt haben wir verkackt. Jetzt haben wir verkackt, gibt's nicht. Jetzt mache ich den Stream aus. Mach Vlog. Worüber soll ich jetzt einen Vlog machen? Wie ich kein Huge angle? Ja. Ganz begrüßt man The Real Liam. Stream aus Werbung, so muss es. Roomtour? Da gibt's nichts zu sehen. Ich kann euch eine Katze zeigen. Habe ich eine Katze? Wie heißt sie? Keine Ahnung. Ist die meine Katze? Die ist bei mir einfach reingelaufen, als ich bei mir gelüftet habe.
Also erstmal keinen Spaß, sie ist bei mir einfach nur reingelaufen, als ich gelüftet habe. Jetzt liegt sie hier. Really, ja. Das ist normal hier in Bulgarien. Hier sind überall Straßenkatzen. Sie ist bei mir einfach reingelaufen, als ich gelüftet habe. Ja. Jetzt liegt sie ganz auf der Couch. Gib ihr einen Arm, nein, das ist ja nicht meine Katze. Ich glaube, das ist keine Streunerkatze, ich glaube, irgendwem gehört sie. Aber die kommt andauernd zu mir. Wählst du die? Nö. Ich werde die nicht behalten. Dann Skibbidi mir endlich. Was soll das heißen, endlich? Skibbidi Dop Dop war der einzige Grund, warum ich jetzt lebe. Skibbidi ist mein Vater. Ich hasse Skibbidi. Ja, Skibbidi hasst dich. Ja, was jetzt? Das ist der größte Kampfzwang in 24-7. Ja, natürlich. Das Ding ist halt, es soll anscheinend Skripte sogar geben mit Auto-Hotkey, die automatisch erkennen, so ja, ab wann angelst du gerade oder ab wann suchst du immer noch nach einem Fisch. Damit soll das viel schneller gehen. Problem ist aber, ich hab's probiert, geht bei mir nicht. Sonst käme schon ein Update-Video. Deswegen mache ich das ja gerade manuell. Ich benutze ja gerade kein Skript oder so, ich mache das manuell mit Autoklicker. Warum kein Skibbidi? Wir haben schon durchgeschaut. Ihr wolltet kein Dop Dop Yes Yes, also haben wir durchgeschaut. Durchgeskippt bis zu der Folge, die ich nicht mehr kannte. Wurden die Chancen von Poseidon und Corgi gepatcht? Auf jeden Fall nicht. Also ich habe gehört, dass Leute gesagt haben, dass es seit gestern Abend gepatcht werden, sein sollte. Seit gestern Abend kam trotzdem aber über 1000 neue dazu. Also nö. Kannst du jetzt auf zwei Accounts spielen? Ich muss auf einem Hauptaccount hier fischen. Fischen kann man ja nicht nebenbei machen, wie hier. Hatchen, genau, hatchen. Wie machst du das bei Autoklicker? Autoklicker einfach. Dann einfach drücken, sobald ich mehrmals tappen muss. Ich finde, man muss auf jeden Fall aber zu viel tappen. Also wirklich. Ich kann mal gucken, ich kann auch kurz zeigen, wie oft ich tappen muss, wenn ich normal klicke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 Mal musste ich klicken, plus einmal halt, ne, damit ich überhaupt einen Fisch angle. Das ist viel zu viel. Das ist viel zu viel. Deswegen ist Autoklicker ein Muss. Welche Area Advanced Fishing? 92. Mit Brawl Stars. Ich habe damals mal darüber nachgedacht, ob ich mal ein Brawl Stars Video mache, aber ich glaube nicht. Mit wem wohnst du im Haus? Das ist einfach so ein Wohnkomplex, weißt du, was ich meine? Wo ich gerade wohne. Aber das ist auch nicht meine Wohnung. Ich hier ziehe auch bald um. So ist ja nicht. Bin ich nur vorübergehend. 24 Mal für Legendary Job. Wir können mal gucken, was wir für einen normalen Job haben. Ich sehe gerade aber keine Partikel. Ich weiß nicht, Digga. Also ich sehe da weder Sterne, noch sehe ich da Bubbles. Ah doch, nee, Sterne sind das. Okay, wir haben wieder Sterne. Da kriegst du über 100.000 Aufrufe pro Video. Wenn ich Brawl Stars mache, ich dachte Brawl Stars wäre tot mittlerweile. Ich krieg ja nur Legendaries, deswegen dauert das so lange. Ich sag aber ehrlich, Petzold ist auch irgendwie tot. So, jetzt würde die... Also ich dachte eigentlich, das wäre cool, dass die nicht jede Woche ein Update rausbringen würden. Aber jetzt so im Nachhinein... Okay, doch, es geht viel schneller auf jeden Fall, weil man keine Legendaries hat. Aber ja, trotzdem maximal halb so lang. Ja, aber... hier. Petzold 99 finde ich ist auch tot, seitdem Updates nicht mehr da sind jede Woche. Ich dachte, es wäre gut, dass es nicht jede Woche ein Update geben würde. Aber jetzt haben wir das seit einem Monat, also seit eigentlich diesem Jahr. Und
Das letzte Update ist jetzt fast, also ein bisschen mehr als eine Woche her. Man kann wieder fast nichts machen. Guck mal bei Yo Jonas die Aufrufe. Yo Jonas. Aber hat Yo Jonas nicht so schon in fast 1 Million Abonnenten? Boah, der Typ ist reich. Ich sehe das hier und der Typ ist reich. Auch wenn Januar ist, der Typ ist reich. Wild. Dachte, Brawl Stars wäre tot wieder. Schau bei Monte. Bei Monte ist sowieso immer... Der verdient über 1 Million. Also bei dem ist sowieso wild. Man kann nur noch Trading Plaza und 27 Angeln gefühlt. Ja, und Eggs hatchen. So, deswegen. Ja, man kann halt wirklich nichts machen. Das ist das Problem. Ich spiele Privatserver nicht, ich bin gerade Public Server. Schon Daily DOS auf Internet. Das Problem bei Daily DOS auf Internet, ich bin mir zu 100% sicher, dass die auch einen Copyright claimen. Bei Daily DOS auf Internet, der kauft ja sich alle Clips, die er in seinen Videos zeigt. Damit er die eben claimen kann, damit die ihm gehören. Ich bin Bisom, nee. Wenn ich irgendwas außerhalb von Petzotter 99 spielen würde, wäre das tolle Tower Defense. Video mit Monte, bei mir kommt kein Video mit Monte. Ist ja cool, wenn ich mir ein Video mit Stani machen würde, das wäre witzig. Lukas Brawl Stars Schauaufrufe. Lukas kenne ich doch, oder? Lukas war doch der Typ, der mit diesem Kind die Videos macht, ne? Diese Real-Life-Videos. Irgendwie denke ich, dass die Rakete bei nächsten Update nicht nur in so eine neue Welt gehen, sondern vielleicht auch 4. Rebirth. Kann gut sein. Ich denke auch. Das macht sehr viel Sinn. Bei mir ist es verbuggt mit Angeln. Ah, jetzt auch nicht. Schick ihm Mute und schreib please Video, der macht. Ich habe den schon in Huge gesendet. Der hat auch schon bei mir kommentiert, aber... Stani will keine Videos mit uns machen. Also denke ich, weil sonst hätte er, glaube ich, schon mit Felix ein Video gemacht. Mach Video mit Dr. Banks. Ey, wenn Dr. Banks zu mir kommen würde, sagen würde, lass Video machen. Ich würde machen. Wie viele Huges hast du? Keine Ahnung. Wir waren gerade eben der fetteste Käfer, den ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Einfach mein Mikrofon am runtergelaufen. Was war das denn gerade? Was war das denn gerade? Habt ihr, glaube ich, nicht gesehen, weil der war hier auf meinem Mikrofon, aber das sieht man nicht, dieser Kameraeinstellung. Aber was war das denn? Das war wirklich der fetteste Käfer, den ich jemals gesehen habe. Natürlich, Kakerlaken sind größer, so ist jetzt nicht, aber trotzdem so. Das war, boah. Das war ordentlich. Wie war man auf Kaffee? Schon habe ich im Video gezeigt. Im Video von gestern. Felix gefühlt tot, letzter Stream 8 Tage. Ich sag euch, man kann auch wenig machen im Pet Simulator. Ich glaube, ich werde versuchen, die nächsten Tage wieder bei Crafter die Titanics auszuleihen. Da machen wir Volumen zum Pro mit allen Titanic Pets, mit 5 Titanic Pets halt. Und. Jetzt gleich kommt Käfer Ami und stürmt auf das Mikrofon. Sag nicht sowas. Aber dann machen die das wirklich. Dazu kurz Spinne. Nee, Spinne wäre easy. Vor Spinnen habe ich keine Angst oder irgendwie sowas. Damit habe ich kein Problem. Spinnen kriegst du easy weg.
Ne, vor allem, wir leben ja in Ländern, wo die klein sind. Wir leben ja nicht irgendwie in Australien, wo, wenn du eine Spinne im Haus hast, drüber nachdenken musst, beziehungsweise die Gefahr besteht, dass du einfach nicht überlebst. Haben wir ja nicht, wir haben ja irgendwelche Gammelspinnen, die ich teilweise sogar überleben lassen würde. Wenn eben die Spinnen, Mücken und so weiter von dir fernhalten, weil die eben die auffressen. Oder auch fliegen. Deswegen, Spinnen sind fresh. Aber so Käfer, nee, ich hasse Käfer. Was sagst du zu Craft, das neue Spiel ist ja Testerphase gerade. Hab ich noch nicht gespielt. Ich bin aber gespannt auf den Simulator, den er machen wird. Der macht ja gerade den Tycoon. Tycoon wird wahrscheinlich nicht meins sein einfach. Aber auf den Simulator bin ich gespannt. Hab ich auch Craft auch schon gesagt. Geh auf YouTuber-Insel. Ah, YouTuber-Insel ist tot. YouTuber-Insel ist tot, Leute. Dürft ihr nicht vergessen. Wenn, dann müsste ich zu irgendwie diesem von Alphastein gehen. Aber darauf hätte ich auch, glaube ich, keinen Bock. Schaust du die Insel? Nö. Spiel Subway Surfer. Was hast du Noobs Pro ohne Pets? Ich habe drüber nachgedacht, weil das wäre ja machbar mit den Orb-Büchern. Problem ist aber, ich müsste es dann nicht Free-to-Play machen. Das heißt, ich müsste mir von Anfang an ein Orb-Buch geben. Weil du kannst ja... Ohne Pets kriegst du es nicht hin, leider Gottes. Von Noob zum Pro dich zu katapultieren. Das ist das Problem. So, weil du darfst ja keine Pets kaufen. Das heißt, man müsste dann eine Sonderregelung machen, dass du Pets kaufen darfst, aber du darfst sie nicht benutzen. So, und selbst da wäre das halt richtig der Krampf, die gesamten Areas durchzuspielen mit Pets. Bis man zur Trading Plaza kommt. Und dann muss man sich erstmal hoch traden. Für 1 Million Gems, 1,5 Millionen Gems, fast 2 Millionen Gems sogar, bis man, hat. Du musst einmal tappen bis ersten Rebirth, Trading bis zu Magic Orb hast. Ja, das ist voll der Krampf, das ist ja das Ding. Wenn man nur traden müsste, das wäre easy, aber das Problem ist, der Krampf ist ja, bis Area 25 zu kommen. Das wird ein richtiger Krampf. Bei Tap Damage macht man nicht viel. Tap Damage macht man gar keinen, gefühlt. Man bräuchte halt richtig die krassen OP-Pads, aber selbst dort macht man kaum Tap Damage. Also man müsste dann Glück haben, dass man TNT und so weiter bekommt durch Obbys oder so. Gibt man durch Obbys überhaupt TNT? Ich glaube nicht mal. Was könnte man aus Obbys bekommen, was man bräuchte für so eine Challenge? Damage-Flagge. Kannst ja machen, Pets 99, aber nur mit dem ersten Egg. Musst halt verkaufen und besser Pets kaufen. Nee, das ist Trash. Hast du goldene Angeln? Ja, aber die ist schlechter als die Angeln in der Advanced Fishing Area. Deswegen benutzen wir die nicht. Ja, auf YouTube Insel von Alphastein. Ich kann da nicht einmal hingehen. Ich hätte auch keinen Bock. Ich würde da nur hingehen für Geld. Was macht der Timer da? Wie lange wir schon angeln? Säge einfach hin und dann klaue ich den Lamborghini Urus von iCrimex. Schon huge? Nö. Nach einer Stunde angeln fast. Okay, nach einer Dreiviertelstunde angeln. Immer noch kein huge. Ich hatte eine Diamond Angel für 1,5 Millionen Gems gekauft und eine Woche später für 22 Millionen verkauft. Wo hast du eine Diamond Angel für 1,5 Millionen Gems gekauft und eine Woche später verkauft? Das heißt, du müsstest es ja beim Update gekauft haben, aber dort konntest du die gefühlt nicht bekommen.
Hast du schon Pet bekommen? Nein. Und ich hab schon 125 Millionen Coins. Leben ist hart. Ich gebe dir 100 Euro, wenn du auf Alphastein Server gehst. So einfach ist das nicht. Du müsstest wahrscheinlich Alphastein 100 Euro gehen, damit ich auf den Server komme. Zeig mal, dass du Huge bekommen hast. Also der erste Huge ist ja weg. Den habe ich ja schon weggetradet für irgendwie 23 Millionen Gems. Wir haben bisher keinen zweiten bekommen, sonst hätten wir das auch gesehen. Da, kein zweiter. Und hier? Genau, da ist er, der Trade. Huge Poseidon Corgi gegen Huge Hellrock, Huge Hippo Melon und Huge Johnny Narwhal. Heißt 32 Millionen Gems, vielleicht sogar 33 Millionen Gems gegen damals, ich glaube 70 Millionen Gems. Und jetzt ist er nur 10 Millionen wert. Gib mal Coins ab, ich spare auf die 25k Angel. Also wenn man Coins traden würde, ich würde es machen. Kann man aber nicht. ...7,68k exist. Also ich möchte aber kurz zeigen, das kann ich kurz zeigen, ne, tatsächlich. Gib mir eine Sekunde. Ich habe darüber einen Community-Post gemacht. Als ich den geangelt habe... da sieht man's. Gab es 512. Als ich den geangelt habe. 130 Millionen Rap. Das ist schon wild. Das ist schon wild. Aus einem Titanium-Video. Hab Titanium-Blobfisch. Nice, brauche ich aber nicht. Wie gesagt, ich glaube, ich werde bald die von Craft aussehen. Dann machen wir Petzotter 99 mit 5 Titanics durchspielen. Hätte es damals verkaufen sollen. Ey, das war... Ich glaube, ich habe den verkauft um irgendwie 12 Uhr morgens. Den Screenshot habe ich irgendwie um 6 Uhr morgens gemacht. Also ich habe wortwörtlich bin ich aufgewacht. Hab gesehen, dass ich ihn bekommen habe. Hab Craft einen Screenshot gesendet. Hab halt geduscht, hab mir was zu essen gemacht, war einkaufen. Danach eine Stunde, oder nee, drei Stunden später, gab's auf einmal 600. Also 100 mehr. Und da ist auch der Rap schon um irgendwie 40 Millionen Gems runtergegangen. Denkst du, die goldene Angel wird ein Rap steigen oder sinken? Eigentlich sinken. Weil, wer braucht die mittlerweile? Aber jetzt wegen diesem Dings, wegen diesem Event hier, steigt die momentan wieder. Also die wird sowieso sinken. Langen Zeitraum wird die sinken, das ist normal. Leute, hat sogar jemand eine goldene Angel, dieser Jonah Well. Was geht ab, Jonah Well? Gib mal her. Schenk mal. Oh, beim ersten Angelgame noch die zwei letzten Angeln. Das ist schlimm. Ich habe aber von Anfang an das Angelgame durchgespielt, ja? Ich glaube sogar beim ersten Tag haben... Okay. Na, behalt die, Digga. Das ist alles gut. Das war doch Spaß. Nee, ich habe am ersten Tag, wo Petzotter rausgekommen ist, sogar direkt auf Level 3 mich gespielt. Das weiß ich noch. Willst du 30 Millionen? Wenn du mir 30 Millionen gibst, gebe ich dir 30 Millionen für die Angel. Hast du 30 Millionen gerade im Inventar? Warum hat Jonah Well 115 Millionen? Willst du mir da was erklären, Jonah Well? Also wenn du 115 Millionen hast, nehme ich doch die Angel gratis. Nee. Verdammt.
Ich würde sagen, beim normalen Phishing braucht man nicht die, die ist teuer als die erste bei Advance. Ich glaube, du brauchst sie aber, um erstmal hier in die Advance Area zu kommen, oder? Ich wusste das selber nicht, ich dachte, die goldene Angel reicht aus. Trade mich. Okay. Was passiert, wenn wir Jonah Well untraden? Ich bin gespannt. Diamond Fishing Rod, kriege ich die jetzt aber wirklich? 22 Millionen Gems Rap. Das ist ordentlich. Gib später wieder. Okay, können wir machen. Das können wir tatsächlich machen. Weil einfach so geschenkt, das wäre schon heavy. Das bringt die Diamond Fishing Rod höhere Chancen. Schneller und höhere Chancen. Gut, dann haben wir jetzt schon mal bessere Chancen auf das Suit. Das ist doch nice. Victor scammt, natürlich, ich scamme immer. Jetzt haben wir eine Diamond Fishing Rod gescammt. Die gehen wir erstmal für Huges wegtraden. Digga, wenn ich jetzt erstmal schnell das bekommen würde, das war schon wild. Ja, es geht ein kleines bisschen schneller. Ich glaube nicht viel schneller. Maximal so 4 Klicks oder sowas. Schneller. Also es fühlt sich auf jeden Fall schneller an. Bin ich ehrlich. Aber nicht viel mehr Klicks. Vielleicht 2 bis 4 Klicks schneller. Ja, Mann, ein Critical 2 Buch. Dafür habe ich doch die Gold, die Diamond Angel gebraucht. Willst du ein Duellgift öffnen? Nö. Wer bist du? Ich bin 20 mittlerweile. Ich bin uralt geworden. Weißt du, als ich noch mit YouTube angefangen habe, mit diesem Kanal, da war ich, glaube ich, entweder 17 oder 16. Ich glaube, als ich angefangen habe, war ich 16. Auch als ich angefangen habe, war ich 16. Jetzt bin ich aber 20, der ich, bruh. Rainbow Swirl. Was ist in 8 Minuten? Gar nichts. Das ist nur, wie lange wir schon angeln. Wir angeln schon seit 53 Minuten. Reagier mal auf Alphastein? Nein. Zeig mal deine YouTube-Einnahmen. Nimm meine YouTube-Aufrufe, die ich gemacht habe, und rechne die mal 4. Dann hast du meine Einnahmen. Ist jetzt unser Kleiner in den Top 50 bei dem Battle bleibt. Kann tatsächlich mittlerweile sein, ne? Also wir haben jetzt mittlerweile Leute, die sich tatsächlich aktiv hatchen im Clan. Problem ist, viele hatchen tatsächlich nicht im Clan. Das ist, was mir aufgefallen ist. Also jetzt mal ohne Spaß, so 1400 bis 1600 kriegst du easy hin. So erst ab 1800 wird es schwierig. Weil ab 1800 fangen wirklich, oder so ab 1600 bis 800, fangen, die Rainbows an. Die Shinies und die Rainbow Shinies. Das ist ordentlich. So normal Rainbow und Gold Pets kriegst du easy. Aber ab Shinies wird's ordentlich. Und das hast du ab so 1600 bis 1800 Pets. Grüß dich zum Moin, Käfi, Michael, Levi. Aber Jonah hat dir die Angel geschenkt. Ne, die kriegt er ja noch zurück, ne? Die kriegt er noch zurück.
Und mit geht zu teuer, weil ich dann sonst nichts dran verdiene. Ich muss doch Skibbidi Geld verdienen. Mich nervt, dass man das New bei jedem Patch steht, auch wenn man das hat. Dann ist viel schwerer zu sehen, ob man wirklich was Neues hat für Index. Das stimmt. Das ist seit dem Fix, glaube ich, passiert. Entweder seit, nee, seit dem Update nicht. Das muss seit dem Fix passiert sein, mit dem Lag-Fix, genau als die Chancen erhöht wurden von dem Poseidon Corgi. Wie viele Skibbidis bekommst du pro Monat? 4. Kauft Diamantenangel für einen Gem? Das würde ich annehmen. Diamantenangel für einen Gem? Nee, würde ich machen. Würde ich auf jeden Fall machen. Es ist viel zu schwer, einen Huge zu bekommen. Ja. Nein, zu schwer würde ich das jetzt nicht nennen, ne? Wenn du aktiv spielst, dann kriegst du das auf jeden Fall easy tatsächlich. Also jetzt hast du mit den Angeln zum Beispiel. Das kannst du halt wirklich, das ist wirklich die beste Methode, momentan einen Huge zu bekommen. Indem du wirklich über Nacht, über Schule oder was weiß ich nicht alles, an der Zeit, wo du auf jeden Fall nicht vom PC bist, Ja, das ist einfach die beste Methode, weil du halt AFK Huge bekommen kannst. So, wenn du jetzt zum Beispiel ein Egg hatchst, kann das ewig dauern. Selbst mit Huge Hunter dauert das teilweise ewig. Aber hier ist das Free-to-Play. Also, ihr habt die gleichen Chancen wie ich, ein Huge zu ziehen. Ja gut, okay, gerade nicht, weil ich gerade die Diamond-Angel habe. Aber wenn ich jetzt nur die beste angel, dann hättet ihr die gleiche Chance wie ich, ein Huge euch zu angeln. Kannst du deinen Shiny-Index zeigen? Oh, Lucky Block! Ja, ich habe die erste Seite halt voll. Mehr nicht. Also ich mache aber nur Rainbows gerade. Ich suche gerade nach Rainbows. Rainbow-Shinies. Da bin ich erste Seite fertig. Also grüß moin Ben! Was geht ab? Moin Skibbidi Ben! Sind die Active Huge Pets, wie zum Beispiel Giraffe, limitiert? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die limitiert sind. Ich weiß nicht, ob die wiederkommen. Ich hoffe, die kommen wieder. Weil wenn nicht, das wäre richtig ehrenlos. Aber gerade gibt es nur die, die neu dazu kamen irgendwie. Finde ich richtig komisch. Noch eine Minute. Oh, was wird da passieren? Ich begrüße jetzt den Theo, moin Theo. Gestern habe ich Shinies gefarmt und so 200, 300 Punkte gemacht. Ja, sage ich doch, deswegen sage ich ja, es ist eigentlich mega easy, die Punkte sich zu erfarmen. So, erst ab Shiny wird es schwer und selbst ab Shiny. Normale Shinies kriegt man noch hin, nicht alle Pets zwar, aber die meisten halt kriegt man hin. Vor allem, wenn man die Shiny-Bücher hat, bis er ein Shiny-Buch hat. So, ab Gold und Rainbow-Shiny, da wird es schwierig, sage ich ehrlich. Ich versuche ja Rainbow-Shinies zu bekommen und boah, das dauert wirklich ewig. Wenn du seltene seltene Pets hast wie Hydrax oder die Dino-Cat, boah, das dauert wirklich ewig. Zeig mal Villa, ich habe keine Villa! Ich bin wortwörtlich in der Zwei-Zimmer-Wohnung gerade eben. Hä? Hä? Bug? Huge Poseidon Corgi oder tot? Wahrscheinlich tot. Wir haben bisher noch keinen Huge Poseidon Corgi und obwohl wir seit einer Stunde angeln. Also tot, anscheinend leider Gottes. Noch kein Huge. Noch keine Skibbidi Huge. Der 1-Stunden-Bug. LOL, stimmt!
Du hast recht, wir waren gerade eine Stunde am Angeln. Und da war hat's verbuggt. Angeln über Nacht AFK weiter werde ich sowieso machen. Oh mein Gott, wir haben gerade 5 Millionen Jahre lang geklickt für 2 Orangen. Ah, wie schön wäre das, könnte man wirklich Früchte angeln. Ich würde den ganzen Tag nur angeln, im echten Leben. Bring Boss Victor 187 Kanal zurück. So Reaction-Videos oder was? Na, mal gucken, vielleicht. Erstmal müssen wir uns um diesen Kanal kümmern, dass überhaupt hier auf dem Kanal Videos kommen. Bevor ich mit Boss Victor 187 wieder anfange. Schon wieder Bug! Was ist denn das? Mach mal Reaktion, das gibt Geld. Ja, das gibt Geld, wenn Leute sich das anschauen. Das ist das Problem. Worauf soll ich denn bitte reagieren, damit sich das Leute anschauen? Auf jedes Stunny Bunny Video. Oh mein Gott, neue Kanalidee. Ich reagiere auf jedes Stunny Bunny Video. Und angel dabei in Pets Hotel 99. Das ist doch eine Idee. Ey, Magic Shard. Baba Memes, nein, die claimen. Da werden die Videos geclaimed. Das ist das Problem bei denen. Außerdem, also, ich glaube, keiner wird sich von mir eine Meme-Reaction anschauen, wenn ich auf Victor Live anfangen würde, jeden Tag eine Meme-Reaction hochzuladen. Die kriegen vielleicht ihre 2000 Aufrufe. Kennst du Ins Ansicht TV? Ins Ansicht TV mega lustig, aber hat aber auch seit einem Jahr keine Videos hochgeladen. Ich kenne sogar noch von damals Ins Ansicht TV, lustigerweise. Ich glaube 2018 oder 90, bin mir gerade nicht sicher. Da hatte ich auch Kontakt mit Ins Ansicht TV, lustigerweise. Keinen krassen jetzt, aber... Oder 2017? Kann auch sein, dass es 2017 war. Er macht ein Comeback. Ja, irgendwas mit 1 Million Special war da. Nee, ich habe ja damals mit ihm schon gesprochen. Muss aber auch natürlich sagen, damals war ich vielleicht 15 oder sowas, als ich mit ihm gesprochen habe. Da wollte er, dass ich mal ein Video für ihn schneide. Witzige Story. Er wollte, dass ich ein Video, ein Musikvideo war, das für ihn schneide. Weil ich war ja damals Video-Editor schon. Er wollte, dass ich ein Musikvideo für ihn schneide. Hat zuerst angefangen mit, hier. Dass er eine Insta-Story oder halt mein Instagram pusht und was weiß ich nicht alles. So, dass er mich pusht so, dass, wenn ich sein Musikvideo schneide. Ich habe gesagt, nö. Danach hat er mir 750 Euro angeboten. Und... Das war richtig dumm, dass ich das nicht angenommen habe, sage ich ehrlich. Also 750 Euro für ein Musikvideo anzunehmen, das wäre gut gewesen. Da wollte mir 750 Euro anbieten. Nachdem ich gesagt habe, nö, ich mach das nicht gratis so für eine Instagram-Story oder für einen Instagram-Push. Habe ich das nicht angenommen, weil ich mir dachte, nee. Ja, selber schuld. Hat irgendjemand anderes die 750 Euro wahrscheinlich gemacht. Oder hat es selber gemacht, das kann auch sein. Du bist lost. Ja, sorry, ich war 15 Jahre alt, passiert. Ich denke mal, dass ich 15 Jahre alt war. Das war irgendwie 2017 oder 18. Ich bin mir nicht sicher. Irgendwann dort. Ist aber witzig. Nee, jetzt Ansicht TV ist wirklich ein Ehrenmann noch an sich. Ne, wie gesagt, ich habe ja damals ein bisschen mit ihm geredet und so weiter und so weiter. Ja. Ist ein Ehrenmann. Und die Videos, also diese VR-Videos von ihm, die sind ultra witzig. Die sind ultra witzig. So verliert man 750 Euro. Ich habe ja nicht verloren. Ich habe die nur nicht gemacht. Vor allem als 15-Jähriger, stell dich das mal vor. Ihr macht einfach so nebenbei 750 Euro. Ich habe zu einem Zeitpunkt vielleicht durch Video-Editing 500 Euro oder so im Monat gemacht. Dann habe ich die 750 Euro aus hier...
habe ich nicht angenommen, weil ich mir dachte, nee, der wollte, dass ich gratis mache. Nee, dann mache ich das nicht für 750 Euro. So aus Stolz oder irgendwie sowas, richtig dumm. Aber egal. Ja, aber jetzt ernsthaft, war auch wirklich so, dass es... Ich habe ja mit vielen YouTubern schon damals geredet, ne? Heutzutage nicht. Mittlerweile sind mir die alle egal. Aber damals, ich habe ja wirklich mit richtig vielen YouTubern geredet. So. Und... Ich sag ehrlich, ne? Also bis auf AsiTV waren eigentlich alles Privatopfer. Das war kein Spaß. Jetzt AsiTV war wirklich der Einzige, der privat auch ein richtig guter Mensch ist. Sag ich ehrlich. Mit welchen denen? Ich habe einmal mit Alpha Kevin geredet. Das müsste 2017 gewesen sein. Opfer. Oh, wer war da noch dabei? Wir haben mal mit Fire Golden geredet. Auch ein Opfer. Wenn du kein Huge bekommst, komme ich in deine FL oder Mod. Nee. Dann schenkst du mir ein Huge. Muss doch irgendwie ein Huge bekommen. Und jetzt gerade sehen die diesen Stream. Nein. Diesen Stream wird keiner von denen schauen. Und selbst wenn, was sollen die machen? Was will ein Alpha Kevin machen? In seinem österreichischen, oder was der sächsischen. In seinem sächsischen Zimmer rumhocken und sagen, der hat das gesagt. Das wird nicht passieren. Diss-Track. Das wäre witzig. Nein, da wird nicht passieren, so. Hab nur 10 Minuten geangelt und das Huge bekommen. Wir angeln jetzt schon seit einer Stunde und fast 10 Minuten. Und wie haben sie ihr Videoschneiden-Business angeboten? Ich habe die Leute auf Twitter angeschrieben. Eine DM, hab gesagt, ey, Videoschneiden? Ja, haben wir gemacht. Oder teilweise haben auch die Leute mich angeschrieben. Oder ich wurde weitergeleitet quasi. So Leute haben geschrieben so, ey, ich kenne jemanden, der kann gut Videos schneiden. Geh mal zu dem und schreib den an. Solche Sachen. Warum nicht Fiverr? Weil damals schon Fiverr Müll war. Also wer auch immer das über Fiverr macht, der ist ein Vollidiot. So, außer du machst so wirklich so schnelle Sachen. Wenn du schnelle Sachen machst, Fiverr ist gut. Aber wenn du richtige Sachen machst, ne. Idiot, wer Fiverr benutzt. So, die Zeiten mit Fiverr sind schon lange vorbei. Die waren damals schon vorbei. Spiel mal Fortnite. Ich hab nicht mal Fortnite runtergeladen, aber Fortnite ist mittlerweile voll wild geworden. Guck mal, Pet Simulator 99 Accounts von Fiverr. Gibt es welche? Pet Simulator 99 Accounts von Fiverr. Ich glaube nicht, ne? Ne, die wird es am Vendor auf eBay geben oder so. Wie viele Coins? 100. Falsch. 130 Millionen. Was weiß ich mit Tod, wirst du sehen. Ich will eigentlich jetzt einen Huge ziehen, aber irgendwie kriegen wir keins. Oh, kein Huge für mich. Schade, Marmelade. Leider kein Huge für mich. Hey, Dynamit, was ist denn da los? Was ist denn hier im Dings da, im Wasserfall zu finden? Was ist denn da los? Wie viele Huge Poseidons hast du insgesamt gehatcht? Nur eins. Aber jetzt haben wir den Diamanten angesucht, müssen jetzt mehr werden.
Mach Abschnitt über Victor Baba Meme schon. So, weißt du was? Komm, machen wir. Gib mir eine Sekunde. Warte, 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 gib mir eine Sekunde, warte. Warum bin ich jetzt? Warum bist du jetzt tot, Titus? So. Ist ready? Denk mal. So, da habt ihr euer Baba-Memes, so. Trash oder Flash, was sagt ihr, Leute? Was war das? Ich hab gar nichts gemacht. So. Wir wollten doch nur normal essen gehen. Dieses Video ist zu random. Oh, wir wohnen in Kadasch. Er bekommt einfach eine 1000 Euro Weinflasche geschenkt. Dass sie niemals deinen nächsten Move wissen. Sieht Halloween in Frankfurt aus. Ah! Oh ja! Ja, okay, das ist witzig. Okay, das ist witzig. Okay, okay. Okay, doch, das ist witzig. Hier ein Stück Brot. Wer will Salz? Hier. Was passiert? Ich weiß es doch selber nicht. Ich werde hier gezwungen. Weißt du, kein Skibbidi-Dop-Dop, aber die Leute wollen das sehen. Was ist denn das? Aber das in Frankfurt war witzig. Wenn du ein Geschenk bekommst, was dir nicht gefällt. Wenn sie sagt, sie steht auf Jungs, die kochen können. Na heiß, was sind das für geile Kekse geworden, Digga? So geil aus. Frisch gebacken. Wenn man beim Sperr. Das war das Sasse daran, war das nicht Sasse, dass er den Blech anfasst ohne Handschuhe? Einfach zwei unterschiedliche Welten. Und die sind einfach in mein Alter verlobt. Guck mal, mit was ich mich begeben muss, Digga. Dreckiger Türke, aber sieht gut aus. Marokkaner. Die Jungs und ich waren mal wieder im Restaurant. Was ein gottloser Affe. Sie macht ein Vorher-Nachher-Video von einem 15-Stunden-Arbeitstag. Ich sagte, warte kurz, ihr habt Pech gehabt. We have 1200 people on the books. This is our 12th of my 15-hour shift. Wo kam der Brei auf einmal her?
Mutter! POV, jeder zweite nach dem Halbjahreszeugnis. Ich. Einfach ich. Dass sowas passiert, ist eigentlich unmöglich. Ci sei, sei concentrato, dobbiamo farlo cadere. Non mi arrenderò mai! Vai, vai! Non mi arrenderò mai! 46! Ma che non sia un momento etico! Mi pare di Rossi! L'ho cado! No, Jo Bro, wie findest du meinen neuen Auspuff? Lehre, wie war die Gruppenarbeit? Ich mach das aus. Ja, ist irgendwie nicht der Burner, keine Ahnung, also wild ist das jetzt nicht, sag ich ehrlich. So, da war jetzt ein Clip, der witzig war, und das war der mit dem, ich hab den Clip sogar vergessen. Was war daran nochmal witzig? Ja, geh lieber aufs Skibidi-Toilette. Ich sag das doch die ganze Zeit! Und ihr so, nein, schon mal bei Memes, nein, mach Skibidi-Toilette aus, nein, kein Dop-Dop, yes, yes. Ja, ist, ne. Warte, welcher Clip war nochmal witzig? Da, genau, der mit Frankfurt, genau das war's. Der war witzig. Danach irgendwie nur Flop, kein Top. Deswegen, ich sag doch, Leute, ich sag doch. Deswegen sag ich doch, wie soll ich mit Reactions reich werden? Wenn ich auf solche Videos reagiere. Man kann Fruits angeln, ja? Wie viele hast du schon? 2. Weißt du was, wir reagieren auf das neue Conny-Video. Reagier auf Videos, ja komm, wir reagieren auf das neue Conny-Video. So, weg mit dem Timer wieder hoch. So, was hat denn Conny für Videos hochgeladen? Krieg ich das Huge-Pad? Wir schauen uns jetzt das Video an. So, da haben wir's. Natürlich nur die besten Pads zum lauter Spieler. Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal wieder ein bisschen Pet Simulator. Und falls ihr euch fragt, was wir genau in diesem Video machen werden, wir spielen natürlich mal wieder ein bisschen Pet Simulator 99. Weil aus irgendeinem Grund habe ich mir nicht aufgeschrieben, was ich in dem nicht Video heute Conny machen wollte. Deswegen gehe ich einfach mal die Runde. Wir schauen uns das neue Conny-Video. Am besten, ich lasse meine Pets jetzt erstmal hier, weil ich habe gerade die Quest Hedge 1500 deiner besten Ex. Das kann ich gerne mal machen. Wenn ich meine besten Ex hatche, dann wähle ich natürlich Loadout 1 aus, womit ich möglichst viel Huge Hunter und Luck habe. Damit ich vielleicht auch noch ein Huge Pet ziehe. Mal gucken, ob eins kommt. Wenn keins kommt, dann sehen wir uns gleich nach dem Hatchen wieder. So, Leute, und das war's dann endlich. Wir haben kein Huge Pet gezogen. Das bedeutet, nein, kein Huge Pet! 20 Huge Pets ziehe. So, dann gucken wir mal, was die Pets für mich zusammengefarmt haben. Es sind großartige 2500 Gems. Wow, okay. Ich würde sagen, ich mache hier immer meinen Rundgang, obwohl ich den heute Morgen schon mal erledigt habe, glaube ich. Hier, guck mal, das Spinny Wheel habe ich schon abgeholt. Aber ich bin nicht komplett rumgegangen. Ich bin in letzter Zeit ziemlich faul. Ich hatche die ganze Zeit im Pet Simulator meine Ex, damit ich den Index voll bekomme. Weil jetzt gibt es erstens Indexbelohnungen. Und andererseits gibt es natürlich die Clan-Herausforderungen, wo ich natürlich auch ein paar Sterne bekommen möchte. Weil offenbar bekommt man Sterne für jedes unique Pet, das man im Inventar hat. Das heißt, man muss wirklich von jedem Pet, das es gibt, eins in normal, kein eins Huge in Pet, Gold, nein, eins in Rainbow, eins in normal Shiny, eins in Gold Shiny und eins in Rainbow Shiny haben. Für die maximale Anzahl an Sternen, die wir für den Clan-Krieg brauchen. Beim Clan-Krieg will ich natürlich nicht dafür verantwortlich sein, wenn wir verlieren. Weil wenn wir verlieren, dann ist auf jeden Fall wieder jemand anderes verantwortlich. Nicht wahr, Victor? Gehen wir mal zu. Ah, was war das? 500 Gold. Hä? Ah, verdammt, ich hab wieder Autoclicker an. Was war das denn gerade? Was sollte das denn gerade sein? Nicht wahr, Victor? Hä? Ich hab nicht mal zugehört. Was soll denn das heißen? Man wirklich von jedem Pet, das es gibt, eins in normal, eins in Gold, eins in Rainbow, eins in normal Shiny, eins in Gold Shiny und eins in Rainbow Shiny haben. Für die maximale Anzahl an Sternen, die wir für den Clan-Krieg brauchen. Beim Clan-Krieg will ich natürlich nicht dafür verantwortlich sein, wenn wir verlieren. Weil wenn wir verlieren, dann ist auf jeden Fall wieder jemand anderes verantwortlich. Nicht wahr, Victor? Gehen wir mal. Sehe ich nicht ein. Wir schauen uns jetzt ein anderes Conny-Video an. Was gibt's denn hier für schöne Sachen?
Wir werden jetzt lernen, wie man GUI-Buttons erstellt. Endlich weiter mit Roblox Studio lernen. Und heute endlich, Leute, GUI endlich. Buttons. Mit den Sachen, die ihr inzwischen über GUI wisst, solltet ihr in der Lage sein, einfach Sachen anzuzeigen. Aber ihr wollt natürlich auch, dass Spieler mit dem GUI interagieren können, damit das GUI auch zu irgendwas nützlich ist. Und dafür haben wir Buttons. Des Weiteren habe ich eine kleine Anmerkung. Ich habe gerade eben Roblox Studio gestartet und sehe oben links, steht auf einmal Datei, Start. Was? Da steht da einfach. Anzeigen und Plugins. Die haben einfach Roblox Studio übersetzt. Die haben Roblox Studio übersetzt. Leider outdated. Naja, vielleicht mache ich ein neues, vielleicht nicht. Ich hoffe, ihr könnt aus meinen englischen Wörtern von damals auf. Okay, Leute, eins in den Chat, falls wir aufhören sollen, auf Conny zu reagieren und uns Stani Bunny anschauen sollen. Eins in den Chat, Leute. Zwei in den Chat, falls wir weiter Conny Roblox Studio Tutorials anschauen sollen. Ja, leider will keiner mehr die Roblox Studio Tutorials von Conny anschauen. Wir schauen uns jetzt Standard-Skill an. Stani Bunny. So, wir schauen uns jetzt Stani Bunny an. Schauen wir uns mehr den Roboter anschauen oder ein Pet Simulator 99 Video? Was schauen wir uns davon an? Das Petsotter 99 oder Medienroboter-Video? Petsotter 99, dann schauen wir uns Petsotter 99 an. Wir werden uns heute probieren, ein kostenloses Huge-Pet zu holen. Wird das hinbekommen? Durch eine Methode, die wir jetzt 24 Stunden testen werden, Leute. Es wird zu das schaffen? Und ich verkaufe richtig. Mach größer. Um mir was sehr, sehr Teures zu kaufen. Ihr werdet niemals glauben, was das gewesen ist. Heute werden wir uns unser komplettes Rainbow-Team zusammenstellen. Okay, vielleicht nicht komplett, aber das ist auf jeden Fall das Ziel. Und zwar, wir werden heute doppelte Haustiere verkaufen und werden uns dafür neue Haustiere kaufen, um endlich unser Ziel zu erreichen, ein komplettes Rainbow-Team in Pet Simulator 99 zu bekommen. Und ihr seht auch schon, wir haben einiges an doppelten Haustieren. Lauter? Ah, ich habe wieder Autoklick angemacht. Rainbows haben wir jetzt eigentlich nicht so viele Doppelte. Da haben wir, klar, das ist jetzt doppelt und so, das ist aber gar nicht so schlimm. Wir wollen die Huge Pets, die wir doppelt haben, verkaufen. Zum Beispiel den Goblin, Leute. Den Goblin habe ich hier. Ach, eins, den Conny! Zwei, drei, den Conny will er verkaufen. Insgesamt. Sowas würde ich halt verkaufen und davon würde ich mir halt gerne noch Rainbows kaufen, die ich noch nicht habe, dass wir auch für unser Clan-Battle noch mehr Punkte sammeln. Wir haben gerade aktuell 2510 Punkte und das heißt, Leute, wir sind mit unserem Clan Top 50! Hä? Let's go! Wir haben immer noch 5 Plätze frei. Falls ihr Interesse habt, in unseren Clan reinzukommen und ihr absolute Grinder in Pet Simulator seid. Nee, geht nicht in Stani Clan, geht in unseren Clan. Top. Yes. Reinpacken. Wir werden auf jeden Fall Top 50 schaffen. Also da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Top 50 ist locker drin und dafür gibt es jeder, der im Clan drin ist, eine M10 Roof und zusätzlich gibt es auch von mir insgesamt 20 Huge, die ich verlosen werde. Und bei uns kriegt ihr gar nichts. Für die Leute aus dem Clan. Also da gibt es auf jeden Fall einige Extras, die halt im Clan drin sind. Geh du da und stell die Clan niemals. Die M10 Roof wahrscheinlich für Top 50 und wir gucken mal kurz, was die anderen Sachen wert waren. Und zwar, wir hatten ja aus den letzten Clan Wars, gab es ähnliche Sachen wie zum Beispiel, ich glaube die hier, nee, warte mal, nicht Kometenbuff, was war das gewesen hier, Freunde? Ah, hier die Cupcakebuff. Ihr seht, Freunde, die ist 5,63 Millionen wert. Gab es im, glaube ich, letzten, ja, gab es, glaube ich, im letzten Clan-Fight 5,63 Millionen wert. Und dann gab es noch die Present Booth, die ist mittlerweile 10 Millionen wert. Die gab es nämlich zu Weihnachten da zum Clan Battle. Also ist schon einiges an Diamanten, die man wahrscheinlich dadurch das Clan Battle bekommt. Und man muss auch sagen, diese Items sind exklusiv und die haben halt auch nur die Leute aus dem Clan. Deswegen ist zum Beispiel, warte mal, der Top erste Clan, der kriegt ja hier dieses Huge Sensei Pinguin. Und das Huge, Leute, was du da kriegst, das kriegen nur 50 Leute weltweit. Und das Ding ist ungefähr oder fast so viel wert wie ein Titanic. Absolut geisteskrank. Aber den ersten Clan einzuholen ist leider unmöglich. Also den ersten Clan einzuholen, das ist nicht schaffbar, Bro. Das ist nicht schaffbar. Hier sind nur Grinder drin. Hier sind noch krankere Leute drin wie ich. Und ihr seht... Hast du das Video gesehen, wo er über Video mit Felix geredet hat? Hat mir jemand mal gezeigt. Es ist einfach nur krank, Leute. Es ist wirklich einfach nur krank. Der zweite, ich glaube auch nicht, dass der zweite Platz hier, der zweite Clan, das noch aufholen wird. Aber werden wir ja sehen. Jedenfalls fangen wir direkt mal an, Freunde. Wir gucken, was wir für Geschenke drin haben. Eine Partybox haben wir bekommen. Eine Christmas Booth. Sehr schön. Eine Christmas Booth. Trotzdem. Dann kriegen wir hier noch für den Index ein Blossom Koi-Fisch. Habe ich noch nie gesehen. Boah.
Würde mich aber wundern, haben wir den? Warte mal, wir können ja mal kurz gucken. Blossom, würde mich mal interessieren, ob er da... Ja, okay, Bro, wir haben die sogar in Shiny Rainbow, also... Ja, das ist nicht ganz so für den Index, aber trotzdem sehr nett von dir, vielen, vielen Dank. Hier kriegen wir noch einiges an Diamanten, dann kriegen wir hier noch so einen normalen Wal, Diamanten, TNT... Hätte euch sogar meine Video beleidigt, ey, Mann, ey. Auf hier. Was soll laufen diese Haufen hier bei mir in den, im Dings hier? Oh! Boah! Huge Step für Felix in Gold! Was? Wieso gibt ihr mir nicht solche Geschenke? Was? Blade Ball 2012-12 haut hier in Huge. Danke, Blade Ball 2012-12. Hä, hey, Blade Ball 2012-12, ich geh jetzt in meine Buff, wenn dort kein Huge Step für Felix in Gold ist, dann bin ich enttäuscht. Dann bin ich enttäuscht. Kann ich in den Clan? Ich glaube, der ist voll. Da ist nichts. Brauchst du das Pet? Nö. Und Rainbow Swirl. Also Leute, wir müssen da was ändern. Ich will auch den, ich will auch von Blade Ball 2012 ein Huge bekommen. Aber in der Gold-Variant. Ich höre dich. Bleib stehen, ich höre dich. Komm zurück. Er hat geredet mit mir. Und er ist voll laut. Bleib hier! Stehen geblieben! Was willst du? Ja, jetzt sagt er nichts, okay? Nee, dann schauen wir weiter Stani Bunny, mein Lieblings-YouTuber. 15,3 Millionen! Alter, okay, warte mal. Das, da bin ich jetzt gespannt, wie der aussieht. Nö, jetzt gibt es nicht mehr geredet. Jetzt schau ich Stani Bunny. Huge Saphir. Ich guck mal kurz. Nee, falsch geschrieben. Hier ist er. Wow. Wow. Wie krank sieht der denn bitte aus? Junge Blade Ball. Dank dir, mein Bester, für dieses kranke Huge Pad. Holy moly, ey. Das kommt auf jeden Fall in mein Main Team rein, weil es auch Gold ist und natürlich nochmal mehr Damage macht. Sehr, sehr. Der kriegt sogar noch den Huge Dog in Gold. 944 Stück existieren nur. Blade Ball haut hier noch einen Huge Dog raus. Nein, 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 nein. Bro, er sendet mir gerade Pets im Wert von 32 Millionen Gems. Wollt ihr mich veräppeln? Alter, guck mal, das ist, ey, wie krank die aussieht. Blade Ball. Vielen, vielen Dank. Props gehen raus für diese geilen Pets, die du mir hier zugesendet hast. Grüße, Grüße, Grüße. Vielen Dank auch. Oh! Junge, was ist das denn? Von Benzenheimer wieder haut er hier 2 Millionen raus. Bro, der hat doch schon so viel donated. Vielen, vielen Dank, Benzenheimer, für die ganze Diamonds. Vielen, vielen Dank auch an alle Leute, die mir hier was geschenkt haben. Hier an Mike, Lewe, Mehmet, dank dir, Neymar, Lionel, Ben Colino, vielen, vielen Dank. Neymar, du gib mir auch OP-Pets. Danke, dass ihr das hier supportet. Freue ich mich sehr. Und dann werden wir jetzt erstmal das hier ausmachen. So, zack. Und da sind die auch direkt hier in meinem Team drin. Sehr, sehr coole. Zwei richtig coole goldene Haustiere. Dr. Bankstein donatet so viel an Stani. Ja, das stimmt tatsächlich. Und leider nichts an uns. Um einiges an Diamanten zu farmen. Ihr fragt euch sicherlich, warum ich so wenig Diamanten habe. Das frage ich mich auch. Und zwar, ich habe mir gestern Mystery-Tickets geholt. Ja, diese Mystery-Tickets, Leute, man weiß noch nicht, für was diese Mystery-Tickets gebraucht werden. Ich habe mir 3 Stück geholt. Aktueller Marktwert ist 4,4 Millionen. Ich habe die gestern ungefähr für, ich glaube, 5,1 Millionen gekauft. Einfach Neymar, Lionel, Messi, ja. Ich habe keine Ahnung. Und bei mir geben die nichts, voll ehrenlos. Man kann sie auf jeden Fall nicht mehr bekommen. Ich fand sie einfach auf jeden Fall ziemlich cool. Falls man da irgendwas Krasses mitbekommen sollte, werde ich mich natürlich drüber freuen. Und werde die dementsprechend benutzen. Vielleicht steigen die ja sogar noch im Preis. Weil die waren sogar eine Zeit lang, glaube ich mal. Schau bei Index. Okay, warte. Millionen Dollar hoch gewesen. So, wir können ja mal kurz einmal Sound da machen. Hier mal ein Müllbuch bekommen. Dankeschön für nix. Also. Dankeschön für. Das ist doch 3 Wesen. Okay, der war gut. Und mal wieder ein Müllbuch bekommen. Dankeschön für nichts. So. Oh, Huge! Was ist hier? Oh, Huge! Was ist hier? Oh, Huge! Und was ist hier? Huge! Nice! Das sieht ja fast aus wie die Mail von, hier. Von Standard Skill. Von Study Buddy. Hm?
Ey, das ist auch hier, die haben es schwieriger gemacht, das Huge-Bett hier zu bekommen, ne? Also man bekommt es nicht mehr so selten. Das ist auch so ein bisschen das Problem. So, dann werden wir mal hier. Ich habe gar keine Schlüssel, ist auch egal. Wir gehen direkt in den Pro-Trading-Plaza rein, wo wir uns hochtraden werden. So, da sind wir auch schon hier. Und wir gucken mal. Ja gut, ich kann jetzt aktuell auch nichts kaufen. Oha, warte mal. Oh, ist der gestiegen? Nee. Das UFO ist sogar gesunken, obwohl es... Oder gibt es das noch? Doch, das UFO gibt es noch, ne? Ich glaube, das UFO... Gibt es das? Ja, gibt es gerade noch. Okay, ich glaube, das war schon mal teurer gewesen. Aber wie teuer ist die Diamond Chest? Ist auch gesunken. Massiver Komet. Okay, alles ist ein bisschen gesunken, ist aber auch kein Problem. Was gibt's hier? Hier gibt's auf jeden Fall. Ich wollte sagen, leckt das gerade? Huge Elf Dog mit zweimal Agility Charm. Ja, das holen wir uns bestimmt schon mal nicht. Hier gibt's ein Shiny. Oh, so ein Shiny. Ich weiß nicht, Leute. Ich feiere halt Rainbow ein bisschen mehr als Shiny. Hier sind alle Buffs besetzt. So. Dann werden wir uns mal hier oben einer sichern. Das ist eigentlich ganz gut hier. So. Ah, ich hatte hier gerade meine Dings angeboten, hat aber keiner gekauft gehabt. Das war direkt am Tag des Updates gewesen. Da habe ich gedacht, gut, okay, vielleicht kauft die jemand. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, was wir verkaufen. Und zwar, wir verkaufen, Leute, diesen Huge Goblin, 6,33 Millionen. Nicht den Huge Goblin! Ihn für Rap anbieten, da sind wir ihn relativ schnell los. Ich glaube, die sind sogar ein bisschen gestorben. Zwei Stunden hier, Leute. 6, 3... Muss aufbauen, bleib stark. 6,3 Millionen. Zack, bieten wir an. Die sind sogar ein bisschen gestiegen jetzt in letzter Zeit. Den nächsten Huge Goblin können wir auch einmal anbieten. Die sind ja auch noch alle Level 1, Freunde. Deswegen brauchen wir jetzt hier nicht groß über Rap. Die verkaufen würden wir vielleicht auch schaffen. Vielleicht würde ich auch 7 Millionen bekommen. Gar keine Frage. Aber so bin ich am Geburtstag, also herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Groß. Dann haben wir hier noch einen Huge Gecko. Ich muss mal gucken. Ich glaube, ich habe mehrere Geckos. Ich glaube, wir haben auch einen. Wie viele Geckos haben wir? Gecko. Wir müssen halt immer eins behalten fürs Kram. Zwei Large Giftbags, seht ihr nicht? Wir müssen ein bisschen kleiner machen. Die sind hier. Nee. Dank Standards sind zwei Large Giftbags bekommen. Der ist Rainbow. Deswegen können wir nur einen Gecko verkaufen. Hat einen Wert von 7,86. Okay, 7,866660. So, 7,86 Millionen. Zack. Yep. Bieten wir an. Gute Schnäppchen hier bei mir. Bei mir kleine Schnäppchen. Zu Rap-Preisen. Was haben wir denn noch? Bei 1,35 musst du aufhören zu angeln. Warum? Nicht brauchen, weil wir es doppelt haben. Slime haben wir doch auch safe doppelt. Ich habe die letzte Mal, ein paar Slimes habe ich letztes Mal getauscht gehabt. Boah, guck mal, wie viele Slimes wir haben. Einen müssen wir natürlich behalten und da behalten wir natürlich den mit Level 59 und unseren Rainbow mit Royal. Aber heute Geburtstag, zum Glückwunsch auch an dich. Aber die beiden, boah, die sind auch gestiegen, die Slimes. Alter! Junge, ich habe echt gute, wenn ich jetzt überlege, Freunde, wir machen jetzt eigentlich echt relativ gut Plus, meiner Meinung nach, weil die Slimes und so, die sind jetzt in letzter Zeit anscheinend ein bisschen gestiegen. So, den können wir hier noch, weil den haben wir hier. Okay, dann können wir den noch verkaufen einmal. Was war das jetzt? 6,86 Millionen irgendwie. Zack. Ja, 6,68 Millionen. Jetzt haben wir hier schon mal einiges gelistet, sehr gut. Ansonsten sehe ich eigentlich, dass das schon fast alles. Da machen wir Skin-Contest in Brawl Stars. Ich habe also keinen Brawl Stars. Fast alles. Ah, hier Unicorn, Rainbow. Also wir haben hier die Doppelten eigentlich schon fast weg, ne? Das könnt ihr sagen, was ihr wollt. Wir haben gar nicht so viel Doppelte. Ich dachte irgendwie, wir haben mehr Doppelte. Aber anscheinend habe ich das schon vorher relativ gut gekauft. Deswegen werde ich jetzt hier noch. Ich habe ja einige Exclusives und zwar. Wieso ist Standard-Skill so reich und ich nicht? Blaubeere. Gucken, ob wir einige Exclusives. Ich will auch so reich sein. Haben, aber sieht nicht so aus. Ich muss mal hier alle anlocken. Ah, ich kann hier auf die nächste Seite auch gehen. Also das sind alles hier einzelne, die wir haben. Die brauchen wir auch für den Index. Jetzt haben wir hier noch diese Emoji-Monkeys. Soll ich die verkaufen? Ich glaube, ja, ich werde die verkaufen, Leute. Ich werde hier einen anbieten für 400k einfach. Zack. Boom, dass wir die loswerden, dann können wir uns davon nämlich was viel, viel Cooleres holen. Der zweite hat nichts gescammt und eins geschenkt bekommen. Die hat da zwei gescammt. Ich will auch scammen. Werde ich jetzt alle erstmal reinstellen. So, die Monkeys sind gelistet. Jetzt gucken wir hier nochmal, was wir hier so haben. Hier haben wir noch die Emoji Dogs. Haben wir noch irgendeinen hier Cosmic Dragon. Kostet einer 300k. Haben wir auch mehr, also haben wir auch zwei von. Können wir auch einmal reinstellen für 300k. Zack. Die haben wir auch doppelt. Tidy Dragon und Unicorn Dragon. Dann haben wir hier noch Koalas, Knife Cat haben wir auch teilweise doppelt. Emoji Cat, das werde ich auch alles reinhauen, weil wir brauchen es einfach nicht doppelt.
Doch, MBK, ja, MBK hat safe sein zurückbekommen. Ich glaube nicht, dass MBK gescammt hat. Die verkaufen und holen mir halt davon welche, die ich noch nicht habe. Das macht viel, viel mehr Sinn auch fürs Clan-Battle. Junge, was mich nur wundert, Leute, es dauert heute irgendwie voll lange, bis Leute was kaufen. Wir haben es hier für Rap angeboten, also nicht mal über Rap, genau für Rap-Preis. Das ist eigentlich meiner Meinung nach komplett okay. Aber bisher, es hat einfach noch niemand was gekauft. Wir haben mittlerweile auch 278 Millionen Diamanten mit unserer Booth verdient. Ich werde jetzt einfach mal warten, mal gucken, wie lange es dauert. Vielleicht müssen wir auch die Lobby wechseln. Aber die Preise sind doch in Ordnung, Leute. Also, das ist jetzt nicht zu teuer. Ja, die Preise sind in Ordnung. Rap-Preis ist immer in Ordnung. Leute, ich sage euch ehrlich, das hat richtig lange gedauert. Wir haben jetzt alles verkauft, haben jetzt 50 Millionen Diamanten wieder. Und davon würde ich mir gerne auf jeden Fall mindestens ein Rainbow-Pad holen, was wir noch nicht haben, was wir halt in unser Team hinzufügen können. So, wir müssen mal kurz zurückgehen und wir haben ja schon, also das Ding ist, ich dachte irgendwie, wir kriegen ein bisschen mehr Kohle, aber so viel. Hey, Magic Shard, cool. Gucken wir mal jetzt, was wir uns für ein Rainbow-Pad holen. Das Ding ist, was ich mir auch holen will eventuell, ist eine Diamantangel. Mit dieser Diamantangel kann man wohl extrem heftig huge Pets farmen in dem Angel-Minigame, was ja jetzt neu hinzugefügt wurde. Oder sich eine Diamantangel? Aber das Problem ist, ich check das nicht hier, Leute. Das ist immer, das wechselt immer hin und her hier mit den Rewards. Aktuell gibt es gar keine goldene Diamantangel. Ich habe nämlich gerade, wie viele Token haben wir gerade? Ist nicht schlau, dass wir kurz das machen wieder in Farming. Das stimmt tatsächlich, ne? Das Ding ist, ich habe nur 1754 Tokens. Das stimmt tatsächlich. Schlau mitgedacht. Das war das Ding gewesen und das war ja nicht so clever gewesen. Das war direkt am ersten Tag. Ich habe mir da irgend so Müll für geholt und da habe ich richtig viele Tokens rausgeholt. Deswegen werde ich mir jetzt, weil ich das auch mal testen will, und das werden wir auch über Nacht laufen lassen, heute mal eine Diamantangel kaufen. Aber dann seht ihr Stani nicht! Aktuell sehr, sehr teuer. Außerdem ist es voll verpixelt aus irgendeinem Grund. 9,93 Millionen, aber viele Leute meinen, warum ist es so verpixelt? Dass Angeln aktuell übertrieben OP sein soll und man extrem viele Items bekommt. Und wir können ja einfach mal testen, Freunde, wie das so ist. Ich werde steht HD, holen, aber es ist irgendwie nicht HD. Mal gucken. Ja, okay. Für so, und dann hier nochmal. 5 Millionen werden wir die bestimmt nicht kaufen, Freunde. Er hat sogar zwei Angeln. Das Ding ist halt auch, ich glaube... Also das ist irgendwie nicht HD, auch wenn da HD steht. ...dass die vielleicht sogar noch steigen können. Da muss ich Timer wegmachen, da kommt Timer hier umbringen. Das Ding ist, gibt's diese Angel überhaupt für... Aber wir sehen trotzdem Stani nicht! Also, Junge, da steht 9,93 Millionen. Egal, hat Stani Pech gehabt. 9,93 Millionen. Alter, wir haben gerade zweimal... 27 hier. Millionen? Ne, ich lass das. Seht ihr Stani nicht? Ist da vielleicht ein Rap-Fehler oder so? Alter, was geht denn jetzt ab? So, das Ding ist... Junge, hier ist die... Alter, Freunde! Das sieht so scuffed aus, Angeln ist OP. Die Leute unterschätzen das Angeln. Das Ding ist, ich hab's auch unterschätzt, aber viele haben mir gesagt, aus dem Clan, dass das wirklich krass ist und man das unbedingt... Ja, voll krass. Wir haben eine Stunde, 40 Minuten geangelt, nichts bekommen. Hier ein Spinnyweed-Ticket. Dass die aber so teuer ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ey, Leute, eigentlich wollte ich mir ja Pets holen, aber das Ding ist, es gibt die Angel nicht mehr günstiger als 26 Millionen. Ich check's auch nicht mehr. Es gibt die Angel einfach nicht günstiger. Es ist komplett crazy. Ich weiß nicht, warum die auf einmal so teuer geworden ist. Aber man kann... Nee, wir machen doch Stani wieder klein. Halt testen, was sonst sieht man Stani nicht. 24 Stunden mit der Angel bekommt, Freunde. Ey, das wäre halt echt krass zu wissen. Und ihr seht auch, dass hier gerade aktuell der Rap-Preis um 21 Millionen hochgegangen ist. Also das ist sogar... Die Angel war gerade auf 9, jetzt ist sie auf einmal... Stani Pech gehabt, das ist jetzt wieder klein. Ich denke einfach, dass sie so wenig existiert, dass die Leute das einfach alles wegkaufen. Also, dass wenn die mal verfügbar ist, dass die Leute einfach über Rap bezahlen und denen das dann egal ist. 23 Millionen, komm, wir kaufen sie für 23 Millionen, Leute. Huge, 23 Millionen, Leute. Gut, 24,5 Millionen, das Problem ist, 24,5 Millionen wird, glaube ich, nicht mehr für ein Rainbow-Pad reichen. Ey, wir haben so überpaid für die Angel. Ich hoffe, es lohnt sich. Ich hoffe, es wird sich lohnen. Wir gucken mal noch nach einem Rainbow-Pad, was wir nicht haben. Aber bekanntlich, ja, das Problem ist, Freunde, bekanntlich werden wir für 24,5 Millionen Victor, was ist denn? Rainbow-Pad bekommen. Also, hä? Huge Colorful... Was? Warte mal, der Slime ist bei 50 Millionen? Leute, wollt ihr mich veräppeln? Der ist bei 50 Millionen? Ach nee, das... Hä? Gibt das zwei Slimes oder was? Okay, ich dachte gerade. Ich glaube, ich werde einfach die Dings aufheben. Die 24,5 Millionen. Ich werde jetzt direkt zum Angelspot gehen. Und da werden wir einfach mal die Angel rauswerfen. Und werden gucken, was wir damit fangen können. Aber ey, das ist... Ich habe so overpaid. Ich habe so overpaid, Freunde. Ich werde wahrscheinlich... Also das war jetzt komplett rausgehauenes Geld. Vielleicht lohnt sich das noch.
aber guck mal, die Angeln haben halt, Bro, das Problem ist halt 3120 Tokens. Alter, das wird noch so lange dauern, bis, also die wird, im, auf Dauer wird die im Preis sinken, aber ich glaube, das Video läuft schon seit 17 Minuten, ich sterbe. 10 bis 20 Millionen wert sein. So, jetzt müssen wir mal schnell zu diesem, weil das Video so gut ist natürlich, zu diesem neuen Fishing-Ort. Und zwar, ich glaube, das müsste hier im Cloud Forest sein. Das Fishing-Minigame, ich bin mir jetzt gerade auch nicht mehr sicher. Aber ist es hier? Ja, hier ist das Fishing. Ich habe da eine Fishing-Rod, Bro, Leute. Ich habe doch eine. So, hier ist doch meine. Muss ich die jetzt ausrüsten oder so? Hä? Ah, ich muss eine kaufen. Aus dem Pirate. Ah, jetzt wird doch mal wieder weg. Habt ihr das gesehen? Oh, hier rein. Oh, Mann, okay. Gut, dann müssen wir das erstmal machen. So, da gehen wir jetzt hier rein. Und jetzt muss ich hier. Ah, okay, jetzt muss ich hier irgendwas kaufen, Freunde. Das ist das Problem. Das Ding ist, ich muss jetzt, glaube ich, hier. Kann ich. Jetzt bin ich rausgegangen. Ich glaube, ich muss jetzt hier erstmal Punkte sammeln. So, jetzt holen wir die mal schnell raus hier. Punkte sammeln. Okay, das hat der. Okay, easy, Leute. Das war easy gewesen. Zack. Können wir die direkt kaufen hier. Jetzt haben wir uns die gekauft. Jetzt müssten wir eigentlich direkt im nächsten Fishing-Game reinkommen, was sie ja neu gemacht haben. Oder bin ich mal gespannt? Hä? Bro, warum komme ich hier nicht rein? Weil er keine Diamantenschaufel hat. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Weil die Asari nicht durchgespielt hat. Ich will doch nur gucken, wie viel Huge-Pets man kriegen kann. So, jetzt heißt es hier erstmal ein paar Punkte angeln. Und dann werde ich mir hier noch eine Fishing-Rod kaufen. Achso, oh, ich habe gerade Auto. Würdest du jemals einen Browser-Stream machen? An. Vielleicht. Damit geht es dann deutlich schneller. Gut, okay. Also das Angeln hier bringt meiner Meinung nach aktuell nicht so viel. Also wir kriegen hier schon ein paar gute Items, aber das neue Angeln, was sie geupdatet haben, das soll richtig OP sein. Und wie gesagt, einer aus dem Clan soll angeblich die letzten Tage 5 Huge Pets durch Angeln. Aha, ich habe es wieder gehört. Das will ich natürlich auch testen. So, jetzt haben wir schon, guck mal, wie viel wir jetzt hier schon haben, Leute. Kann ich hier schon direkt die nächste Angel kaufen? Muss ich hier einmal komplett 100k farmen oder was? Das kann nicht wahr sein. Also, ja, ich farm noch ein bisschen. So, Leute, ich bin jetzt hier die ganze Zeit am Angeln gewesen. Ich habe mir jetzt hier so ein Auto. Okay, kein Bock mehr, Leute. Genug Stunny für heute. Keine Lust mehr. Oh, Leute. Wir haben jetzt ein Dreiviertelstunden geangelt, nichts bekommen. Ich gebe mich geschlagen, Leute. Ich habe schon wieder gehört! Ich geb mich geschlagen, Leute. Probier mal morgen oder übermorgen. Nein. Tja, Leute, ich geb mich geschlagen, Leute. Und ihr wisst jetzt, was passiert. Ich kann nichts dagegen tun, Leute. Stani hat zu viel Glück mir genommen. Stani hat mir zu viel Glück genommen. Deswegen kann ich leider nicht, Leute. Ich geb mich geschlagen. Ja. Guckt auf Handy, sonst war wieder kein Bock. Also wirklich. Ich müsste auch so anfangen, so Stani-Videos hochzuladen auf Victor Live, sage ich ehrlich. Tot. Ja, leider Gottes, Leute. Ciao. Hab verkackt.